Wenn Sie behaupten, eine christliche Nation zu sein, dann werden Sie es wohl sein. Eines ist sicher, es gibt einen heiligen Gott und das gilt für alle. Es gibt einen heiligen Gott und er ist der König der Welt. Und das haben wir alle gemeinsam. Und er beurteilt ihr Verhalten nicht nach ihrer eigenen Vorstellung, sondern danach, wie er es sieht. Heißt das, dass man ein Christ sein muss, um in den Himmel zu kommen? Naja, im Islam sagen manche, wenn du in den Himmel willst, dann geh los und töte ein paar Juden. Was glauben Sie eigentlich? Oh, das ist eine ganze Menge. Dieses Land ist verrückt nach Religion. Bereits seit zwei Jahrhunderten, seit den großen Erweckungsbewegungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ist dieses Land religionsbesessen. Und wenn ein Land über 200 Jahre durch religiösen Enthusiasmus verseucht wurde, wird es sich nicht mehr ändern. Und wie in kaum einer anderen westlichen Nation bestimmen Religion und Religiosität den Alltag der Menschen. 9 von 10 Amerikanern glauben nach eigener Aussage an einen persönlichen Gott. Als Amerika auf der Grundlage der Verfassung gegründet wurde, war eines der ersten Zugeständnisse die Freiheit der Religionsausübung. Damit gab man den Menschen auch die Möglichkeit, Gott so zu verehren, wie sie es wollten. Und meistens haben die Leute genau das auch getan. Sie haben sich genau so viele verschiedene Wege angeeignet, Gott zu verehren, wie es Menschen gibt oder Gesellschaftsklassen. Amerika, ein lebender Mythos, gespeist von den Träumen und Hoffnungen von Millionen Menschen. Die ersten, die kamen, waren, so will es die Legende, auf der Suche nach religiöser Freiheit. Millionen Einwanderer aus allen Teilen der Erde verließen in den letzten 4 Jahrhunderten ihre Heimat, um sich hier eine neue Existenz aufzubauen. Um der Entwurzelung und Heimatlosigkeit in diesem Land zu entfliehen, gab man sich dem amerikanischen Traum hin. Hier kannst du frei sein. Hier kannst du es schaffen, wenn du nur willst. Im selbstgezimmerten Bewusstsein, dass Gottes Segen auf allem läge, kümmerte man sich auf der Suche nach persönlicher Freiheit und persönlichem Wohlergehen wenig um die Freiheit derer, die bereits vorher hier gewesen waren. Als die ersten Einwanderer hier nach Amerika kamen, schienen sie religiöse Freiheit zu suchen. Heute wissen wir, dass das nicht unbedingt immer der Grund war, auch wenn es zum Teil so war. Sie suchten auch nach ökonomischer Freiheit, denn sie hatten Gläubiger in Europa, die sie bezahlen mussten. So suchten sie also nach einer Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Und die fanden sie in dem Land, das den Ureinwohnern gehörte.
An der Ostküste in den 13 ehemals englischen Kolonien begann das, was heute die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Pennsylvania, von den Quäkern gegründet, war der erste Staat, in dem die freie Religionsausübung bereits 1701 in der Verfassung verankert wurde. Der erste Kontakt mit den Ureinwohnern, den Delaware-Indianern, verlief vorbildhaft friedlich. Der 29-jährige William Penn, Sohn eines englischen Admirals, führte die Quäker an. Für ihn war die Besiedlung des neuen Landes ein heiliges Experiment. Hier sollten, anders als in der englischen Heimat, Staat und Kirche voneinander getrennt sein. Viele, die in ihrer Heimat wegen ihrer religiösen Überzeugung unterdrückt worden waren, fanden in Pennsylvania Zuflucht. Harrisburg, die Hauptstadt von Pennsylvania, ist eine typische amerikanische Kleinstadt mit auffälligen sozialen Kontrasten. Zwischen den Villen des etablierten Mittelstandes und den ausgebrannten Häuserruinen des schwarzen Viertels liegen nur ein paar Straßenzüge. Die meist arbeitslosen Männer dieser Nachbarschaft treffen sich beim Hufeisenwerfen. Und auch hier spricht man gerne über Glauben und Gott. Sie sagten, dass alle Männer hier religiös sind? Alle, die ich hier kenne, sind religiös. Und warum? Warum? Sie denken alle, Jesus ist der Herr. Und warum braucht ihr Jesus als euren Herrn? Warum wir ihn brauchen? Wenn wir ihn nicht haben, geht es uns schlecht. Ich gehe in eine methodistische Kirche. Warum sind Sie Methodist? Weil alle meine Vorfahren in diese Kirche gingen. Ich bin auch dort groß geworden, also gehe ich hin. Sind Sie stolz, Methodist zu sein? Ich bin ganz und gar Methodist. Was bedeutet es, Methodist zu sein? Es bedeutet gar nichts. Es gibt Methodisten, Baptisten, Katholiken, das kannst du dir selbst aussuchen. Das heißt nur, dass wir in die Kirche gehen und dieses Zeichen lieben. Jesus ist Herr. In Harrisburg gibt es, wie überall in den USA, alles, was das religiöse Herz begehrt. Kirchensteuer gibt es nicht. Jede Gemeinde erhält sich selbst. Reicht das Geld nicht, muss die Gemeinde eben zusperren. Wir leben in einer Gesellschaft verlorener Menschen. Sie wissen nicht, was sie wollen. Und sie haben keine Überzeugungen. Wissen nicht, wie sie erzogen wurden, in welchen Strukturen sie groß wurden. Sie sind wie Kinder in einem Bonbongeschäft, in dem es 75 verschiedene Sorten Bonbons gibt. Welches soll ich nehmen? Ich probiere dieses. Nein, das mag ich nicht. Das mag ich auch nicht. So verhalten sie sich. Die Leute probieren Religion aus und behaupten dann, das sei das Ultimative, obwohl es das nicht ist. The ultimate, when in fact, it isn't. In Harrisburg, wie fast überall in den USA, sind es allerdings immer noch die weißen angelsächsischen Protestanten, die nicht nur das politische und wirtschaftliche Geschehen bestimmen, sondern auch die religiösen und moralischen Werte der amerikanischen Gesellschaft vorgeben. Religion und Kultur verschmelzen zu einer Einheit. Neben einer der lutherischen Kirchen in Harrisburg steht der Freimaurertempel, groß und unübersehbar. Niemand nimmt daran Anstoß, im Gegenteil. Wenn einmal im Jahr zwecks Spendenbeschaffung ein großes Pfannkuchenessen veranstaltet wird, stehen die Menschen schon morgens um 6 Uhr Schlange. Denn für nur $3 kann man essen, so viel man will. Außerdem schätzen viele Menschen hier die Freimaurer wegen ihres sozialen Engagements. Den praktizierten Rassismus übersieht man dann gerne. Zugang zur Loge haben nämlich nur weiße Männer. Unvereinbar mit einer bestimmten Kirchenzugehörigkeit ist die Mitgliedschaft nicht, denn die Werte hier und dort lassen sich problemlos unter einen Hut bringen. Treue zur Heimat und Anständigkeit sind Trumpf in einer ohnehin sehr prüden Gesellschaft. Und der hochgehaltene Individualismus wird schließlich durch ein religiös verbrämtes Gebäude an Lebensregeln, orientiert am gesellschaftlichen Mainstream, gezähmt.
Wer nicht dazugehört, hat Pech gehabt, ist selber schuld, war vielleicht nicht fleißig genug. Der politische Widerstand gegen jede Sozialreform kommt aus den konservativen Kreisen. Laut offizieller Ideologie hat ja jeder die Chance, etwas aus sich zu machen. Warum dann nationale Wohlfahrt? Warum ein einheitliches Gesundheitswesen? Warum die Freiheit des Marktes begrenzen, wenn es auch so funktioniert? We have a mainstream Christian population. Der Großteil der christlichen Bevölkerung glaubt, dass sich die religiöse Erfahrung in erster Linie auf geistliche Belange bezieht. Und geistliche Belange müssen sich nicht notwendigerweise um die Angelegenheiten der materiellen Welt kümmern. Zum Beispiel darum, ob ein Kind verhungert oder ob jemand ein Zuhause hat. Ob jemand etwas zum Anziehen hat oder medizinisch versorgt wird. All das wird meist völlig abstrahiert von der Frage des Glaubens und den spirituellen Werten. Woher dieses Phänomen kommt, kann ich nicht genau sagen. Aber wir entdecken heute in den Vereinigten Staaten das, was ich die Nationalisierung des Christentums nenne. In diesem Zusammenhang geht es um ökonomische Fragen, die noch mehr als bisher die Reichen und Wohlhabenden von den Armen trennen. An diesen Fragen scheiden sich mehr als bisher die Rassen. Mit ihrer Hilfe werden gesellschaftliche Klassen identifiziert und bestimmt. There was a kind of obsession in the early 19th century, which has never left. Im frühen 19. Jahrhundert begann eine Besessenheit, die dieses Land niemals verlassen hat. Sie besteht darin zu glauben, dass die Amerikaner die Reinkarnation dessen seien, was sie das Urchristentum nennen. Und dass es auf irgendeine Art möglich sei, zu den Ursprüngen zurückzukehren. Ungeachtet aller historischen, institutionellen, dogmatischen und theologischen Vorgaben, die das europäische Christentum ausmachen. That is to say, European Christianity. I think in their deep rebellion against all things European. Hier gibt es eine starke Rebellion gegen alles Europäische. Und ich glaube, das ist etwas, was weder in Amerika noch in Europa bis heute richtig verstanden wurde. Man hat versucht und es auch geschafft, sich selbst davon zu überzeugen, dass es möglich ist, zu den Ursprüngen zurückzukehren, zu dem, was man das Urchristentum nennt. Nur ein paar Straßen vom Freimaurertempel entfernt liegt die Sunray Bar. Ihre Besitzer, Mordechai und Alisa Ruveni, sind erst vor ein paar Jahren aus Israel eingewandert. Mangels großer Auswahl an Vergnügungen trifft man sich hier abends auf ein Bier. Hasid Stevenson, der Musiker, hat auf der Suche nach seiner Identität einen spirituellen Weg eingeschlagen, den er mit vielen Schwarzen gemeinsam geht. Als Nachfahre schwarzer Sklaven sucht er nach einer Wurzel, die weiter reicht als bis nach Afrika, die selbst die Anfänge des Christentums hinter sich lässt. Er glaubt von sich, ein Abkömmling des 13. Stammes Israels zu sein, einer aus dem auserwählten Volk Gottes. Seltsam anmutend für europäische Ohren, aber verständlich, wenn man sich der Geschichte der Schwarzen in den USA erinnert. Das Christentum war ihnen im gleichen Maße aufgezwungen worden, wie man ihnen ihre Freiheit genommen hat. I don't identify with being an American. I see myself as a Hebrew Israelite. Ich bezeichne mich selbst nicht als Amerikaner. Ich sehe mich als hebräischer Israelit und als Nachfahre eines Volkes, das nicht freiwillig hierher kam, sondern mit Gewalt hierher gebracht wurde, gegen den Willen meiner Vorfahren.
Ich identifiziere mich also nicht, wie die meisten Menschen hier, mit Amerika. Ich bin der Nachfahre eines versklavten Mannes und einer versklavten Frau. Ich denke, dass Gott eine Absicht hatte, als er uns hierher brachte. Dass wir etwas mehr als 400 Jahre hier sein würden und er uns am Ende dieser Zeit Wege eröffnen würde, in unser eigenes Land zurückzukehren. Ich glaube, dass meine Heimat Afrika ist und dass Afrika ein Teil dessen ist, was Gott das gelobte Land nennt. Und ich glaube, dass ich eines Tages zurückkehren muss, um diese Nation wieder aufzubauen, so wie es die Bibel uns sagt. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal in Afrika und das ist Heimat für mich. Amerika ist nicht meine Heimat. Es ist für mich ein Ort, an dem wir ins Exil gebracht wurden. Der Exodus, das Exil, diese Begriffe verbinden Hasid mit seinen jüdischen Mitbürgern und Bürgerinnen. Auch wenn das Verhältnis zwischen Schwarzen und Juden immer stärker von gegenseitigem Rassismus geprägt wird. Circa 8000 Juden leben in Harrisburg. Die drei Synagogen vertreten jeweils eine andere Richtung, von tief orthodox bis ganz liberal. Viele der Gemeindemitglieder sind Kinder von Überlebenden des Holocaust oder waren selbst Gehetzte des Naziregimes. Das deutsch sprechende Kamerateam war hier eigentlich nicht gerne gesehen. Stärker als in vielen anderen Religionsgemeinschaften schaffen hier der Glaube und die Tradition eine unverwechselbare Identität. In der Diaspora zu leben ist für Juden ja nichts Neues. Und so ist hier nicht die Suche nach Wurzeln das Problem, sondern ihre Bewahrung. In einem so dominanten christlichen Umfeld und durch die sehr tolerante und offene amerikanische Gesellschaft wird Assimilation mehr und mehr zum Problem. There are probably about 5.5 million Jews in America. In Amerika leben ungefähr 5.5 Millionen Juden, was natürlich nur ein kleiner Teil der amerikanischen Bevölkerung ist. Der Assimilationsgrad ist ziemlich hoch. Der Prozentsatz der gemischt konfessionellen Ehen ist landesweit gesehen über 50%. Das bedeutet, dass jede zweite Ehe zwischen einem Juden bzw. einer Jüdin und einem Nichtjuden geschlossen wird. In manchen sehr isolierten Gemeinden können es 70-80% sein. In den großen Städten ist der Anteil kleiner und bei den Orthodoxen kommen Mischehen viel seltener vor. Zum einen sind sie sehr traditionell. Und zum anderen ist ihr Lebensstil so unterschiedlich von dem der anderen, dass es schwierig wird, interkonfessionell zu heiraten. Wenn aber der Lebensstil sehr ähnlich zu dem der anderen Menschen ist, ist es auch einfacher, jemanden mit einem anderen Glauben zu heiraten. Sollte es Gott in Amerika nur geben, um Identität zu finden, in einem Land, in dem eigentlich, außer den verdrängten Ureinwohnern, niemand zu Hause ist? Heißt nicht Religion auch, sich rückzubinden, sich eine Wurzel in der Wurzellosigkeit zu verschaffen? Nur 2 Autostunden von Harrisburg entfernt liegt Lancaster County, eine Welt der anderen Art.
erfreut Daniel Stolzfuß die Touristen mit dressierten Ferkeln. Daniel ist seit 3 Jahren blind. Er wurde als Amischer geboren, hat sich dann von seiner Gemeinschaft abgewendet, um schließlich doch wieder das zu werden, was er immer schon war. Ich habe den amischen Lebensstil akzeptiert. Nachdem ich gesehen habe, was vielen jungen Menschen an Traurigem in anderen Gesellschaften widerfährt, habe ich ihn gewählt und pflege und schätze ihn. Manche Leute fragen, basieren die amischen Lebensregeln auf der Bibel? Nein, nicht immer. Ich stimme vielem, was die Amischen tun und lehren, nicht zu. Aber wo gibt es eine Gesellschaft, in der jeder mit allem zufrieden ist? Die musst du mir zeigen, da würde ich mich dazu gesellen. Also es gibt Gesetze. Wir haben uns entschieden, hier in Amerika zu leben. Du auch, oder? Stimmst du deshalb immer allen Gesetzen zu? Nein. Und die Gesetze basieren auch nicht immer auf der Verfassung. Aber wenn du dich entschlossen hast, hier zu leben, dann musst du sie akzeptieren. Und genauso ist es auch mit den Amischen. Die Kinder der Mennoniten und Amischen gehen in ihre eigenen Schulen. Sie sollen nur das Notwendigste lernen. Höhere Schulbildung wird von den Amischen abgelehnt, weil sie sie für unvereinbar mit der Bibel halten. Eines der Grundprinzipien von Amischen und Mennoniten ist die konsequente Trennung zwischen Staat und Kirche. So zahlen sie zwar Steuern, nehmen aber keinerlei Hilfe von staatlicher Seite in Anspruch. Nachbarschaftshilfe wird hier großgeschrieben. Die Gotteshäuser der Amischen und der Mennoniten gleichen einander. Schlichte Holzhäuser, schlichte Inneneinrichtung. Hier gibt es keine kirchliche Hierarchie. Das Los entscheidet darüber, wer ehrenamtlicher Prediger und wer Bischof wird. Eine Nichtbefolgung der strengen Lebensregeln bringt das Shunning mit sich, den Bann. Ann Lapp wurde als amische Alterordnung geboren. Als ihre Schwester von der Gemeinschaft gebannt wurde, schloss sie sich den amischen Neuer Ordnung an. Diese leben zwar auch streng nach der Bibel, benutzen aber sehr wohl moderne technische Geräte und sind etwas offener. Wir wurden gebannt, aber ich nehme lieber in Kauf, selbst gebannt zu sein, als meine Schwestern und meine Familie bannen zu müssen. Und außerdem glauben sie nicht an die Gewissheit der Erlösung. Können Sie sich vorstellen, die Amischen zu verlassen und in einer Stadt wie Harrisburg zu leben? Ich glaube nicht, dass es mir gelänge, dort zu überleben. Ich glaube, für mich als Mädchen vom Land wäre es genauso schwierig, in der Stadt zu leben, wie es für Sie schwierig wäre, eine Amische zu werden. Denn Sie haben Ihre Art zu leben und ich meine. Eine Christin ja, aber wegen unserer Traditionen und unserer Kultur wäre es sehr schwer für mich, von hier wegzugehen. Was bedeutet es für Sie, Amerikanerin zu sein? Wir sind sehr gerne hier. Wir schätzen die Religionsfreiheit und die Schönheit dieses Landes. Die Regierung erlaubt den Amischen, keine Sozialversicherung zahlen zu müssen. Die Amischen müssen auch nicht in den Krieg. Wir sind Gewissensverweigerer. Aber Clinton verhält sich nicht so, wie es die Bibel von ihm verlangt. Und wir glauben, dass Amerika dafür leiden wird. Denn für alles, was nicht der Bibel entspricht, müssen wir leiden. Aber das ist Sache des Staates, nicht die der Christen. Kirche und Staat sind getrennt. Vietnam, das Trauma der amerikanischen Nation. Der Krieg gegen den Kommunismus war auch ein Glaubenskrieg, in dem wirtschaftliche und pseudoreligiöse Interessen ein überzeugtes Gott mit uns hervorbrachten. Imperialistische Kriege zur Wahrung und Verteidigung der amerikanischen Interessen gibt es immer noch. Ebenso den inneramerikanischen Widerstand einzelner Gruppen gegen diese Art der Politik des Stärkeren. So zum Beispiel die Quäker. Zurück in Harrisburg treffen wir eine Gemeinde der religiösen Gesellschaft der Freunde, so ihr eigentlicher Name. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts sind sie in England als spiritualistischer Flügel des Puritanismus entstanden.
Quäker glauben, dass jedem Menschen ein Funken des Göttlichen innewohnt. Dieses innere Licht lässt sie von der Gleichheit aller Menschen ausgehen. Quakers have always had a very deep concern for social justice. Quäker haben sich immer sehr für soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Sie waren an vorderster Front in der Bewegung gegen Sklaverei und haben sich als erste in den USA für deren Abschaffung engagiert. Sie waren an der Strafrechtsreform beteiligt. Sie sind sehr aktiv in allen politischen Belangen, die im Interesse aller Ausgegrenzten und Benachteiligten geschehen. Sie sind sowohl an sozialer als auch an wirtschaftlicher Gerechtigkeit interessiert. Und das sind Prinzipien, die mir sehr viel bedeuten. And those are the principles that I believe a lot in. Slowly. 1947 wurden die Quäker für ihr internationales Friedensengagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Heute leben ca. 120.000 Quäker in den USA. Es gibt keine kirchliche Hierarchie, die Gottesdienste verlaufen in Stille. Es geht darum, den Geist Gottes zu spüren. We find it really useful to... Wir halten es für sehr sinnvoll, uns etwas zurückzuziehen und in Stille beieinander zu sitzen, zu warten, zu unserem Zentrum zurückzufinden und über dieses von Gott in uns geschaffene Zentrum nachzudenken, über unser inneres Licht. Wir denken nach über unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen und wie wir uns gegenseitig Gutes tun können. Zwei Straßen weiter geht es etwas lauter zu. Ein House of Prayer for All People, ein Haus des Gebets für alle Menschen, wird heute eröffnet. Hauptsächlich Schwarze kommen hierher. Entstanden ist das House of Prayer in Detroit der späten 20er Jahre, als die gesellschaftliche Realität dermaßen frustrierend war, dass man sich in eine von jeder klassischen Theologie abgehobene Religiosität flüchtete. Man gibt sich christlich und verehrt den Bischof als Gott auf Erden. Den Schwarzen geht es hier in erster Linie um spirituelle Erfahrung. Wenn politisches Engagement aussichtslos erscheint, schafft Religion eine Zugehörigkeit. Again, this is a great day. And we thank the Almighty God. For his son, Jesus Christ, the immaculate Lamb of God, who came to take away the sins of the world. This day is a great day in the city of Harrisburg, because God's servant has moved again to erect the house of prayer in the city of Harrisburg. Yes, sir. I have a dream that one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Die Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er Jahre gegen die Rassendiskriminierung hatte in dem Baptistenpfarrer Martin Luther King ihre Symbolfigur gefunden. Mit gewaltfreien Boykotts und Massendemonstrationen erzwang er die Aufhebung der Apartheid in den Südstaaten. Er fühlte sich dazu von Gott berufen. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Ursprünglich wurde Religion als Methode der Versklavung verwendet. Mit ihrer Hilfe nahm man den Geist jener gefangen, denen man sie gab.
Marx sagte, Religion sei Opium für das Volk. Sie wurde missbraucht, um die Gedanken und Meinungen der Versklavten derart zu beeinflussen, dass sie selbst dachten, es ist schon in Ordnung, Sklave zu sein. Es ist schon in Ordnung, einen Herrn über sich zu haben, denn so steht es in der Bibel. Rassismus ist kein Thema, das der Vergangenheit angehört. Der Aufstieg in die amerikanische Wohlstandsgesellschaft gelingt Schwarzen nur in Ausnahmefällen. Immer noch sind sie am meisten von Armut bedroht. Das bringt nicht nur schlechtere Bildungschancen, sondern auch unzureichende medizinische Versorgung mit sich. Die Arbeitslosigkeit ist unter Schwarzen besonders hoch. Apartheid vollzieht sich heute auf ökonomischer Ebene. Probier's mit Jesus, rufen diese Mädchen unter Anleitung ihrer Jugendleiterin. Jesus wird mein Verhalten verändern. Er hält seine Versprechungen. Er ist mein König. Ich will nicht die Gesellschaft ändern, ich will lernen, sie bestmöglich auszuhalten. Das ist die Botschaft des wöchentlichen Jugenddrills. Die Gemeinde von Mount Calvary, einer Pfingstkirche unweit des House of Prayer, kümmert sich um ihre Jugendlichen. Früher war das eine lutherische Kirche. Doch die Leute blieben aus, man konnte die Rechnungen nicht mehr bezahlen und musste das Gotteshaus an die Pfingstler verkaufen. Am Sonntag um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst. Er dauert 3 bis 4 Stunden und ist der Höhepunkt der Woche. Reverend Doc Gilmore und die Musikband bringen die Gläubigen in religiöse Ekstase. Pfingstler glauben an die unmittelbare Wirkung des Heiligen Geistes. Er fährt in die Menschen, überwiegend in Frauen, lässt sie die Kontrolle über ihren Körper verlieren und in Zungen sprechen. Die reinigende Funktion dieses Happenings ist nicht zu übersehen. Alles Elend dieser Welt und der eigenen Existenz kann man hier abladen. Befreiung vom sozialen Leid durch spirituelle Ekstase. The devil is really the evil force that is really working in the land. He himself came. Der Teufel ist die böse Kraft, die im Land wirkt. Er selbst kam vom Himmel und brachte all die Dämonen mit, die Leute veranlassen, das zu tun, was sie heute tun. Drogendämonen, Alkoholdämonen, Vergewaltigungsdämonen, Lügendämonen, all das kommt vom Teufel, das ist seine Stärke. Und wenn all diese Kräfte in einem Land wirken, dann ist es Satan, der alle Probleme verursacht. Ich komme aus Oklahoma und dort gibt es sehr viele Christen. Das ist sowas wie ein christlicher Gürtel in Amerika. Es gibt eine Menge Baptisten, Methodisten, Presbyterianer. Sie kamen hierher und zerstörten unsere Tradition. Für mich ist das alles schlecht. Ich lasse meine Kinder nicht in die Kirche gehen. Ich lasse sie nicht den Kult um diesen Kerl namens Jesus machen. Ich weiß nicht, wer er ist, aber die Christen verehren ihn. Ich verehre alles um mich herum. Die Bäume, den Boden, auf dem ich gehe. Ich verehre alles, nicht nur eine Sache. Ich weiß nicht, ich bin einfach kein Christ. Die Situation der amerikanischen Ureinwohner ist noch schlimmer als die der Schwarzen. In den Reservaten herrscht eine Arbeitslosigkeit von über 40%. Jeder vierte Indianer ist Alkoholiker.
Die Selbstmordrate ist 15 Mal höher als im amerikanischen Durchschnitt. Nur mehr 2% der Fläche der USA gehören heute den Indianern. Churches were in league with what became the United States of America. Die Kirchen waren an der Entstehung der Vereinigten Staaten beteiligt. Das geschah, indem man die Ureinwohner ausrottete, ihr Land beanspruchte und sie in die Unterjochung zwang. Diese Politik wurde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts offiziell, besonders in den 70er Jahren. Damals wurden die größten Kirchen der Vereinigten Staaten, die Episkopalen, Lutheraner, Methodisten, Baptisten, von Präsident Grant eingeladen, mit ihm gemeinsam zu überlegen, wie man das Land der Indianer in einzelne Parzellen aufteilen könnte. Diese wurden dann in die Verantwortung der einzelnen Kirchen gegeben, um die Indianer zu missionieren. Einige von uns denken, um uns zu unterjochen. Die freie Ausübung der Religion, auf die Amerika so stolz ist, hat für die Indianer niemals gegolten. Religiöse Veranstaltungen wie dieses Powwow, das jährliche Treffen eines Stammes, werden zumeist unter dem Aspekt Folklore abgetan. Erst 1992 wurde das letzte Gesetz zur Religionsfreiheit der amerikanischen Ureinwohner verabschiedet. Die Europäer kamen und erzählten uns, dass wir Christen sein müssten. Und so entstand Chaos, denn wir wussten nichts. Ich wusste nichts darüber, dass Jesus geboren war. Dann erzählten sie uns, dass der Name dieses Mannes Jesus war, dass er geboren und für unsere Sünden ans Kreuz genagelt worden war. Wir wussten bis dahin nicht, dass wir irgendwelche Sünden hatten. Später, als ich darüber nachgedacht habe, sagte ich mir, wir hatten keine Sünden. Warum hat man uns das erzählt? Es gibt diese alte Geschichte von einem Mann, der sich einen Anzug kaufen will, der ihm nicht passt. Der Verkäufer redet ihm gut zu, sodass er ihn schließlich nimmt, aber er passt ihm nicht. Die Ärmel waren zu kurz und die Hosenbeine auch. Und so lief er immer mit hochgezogenen Schultern herum, damit die Ärmel länger würden. Nach kurzer Zeit war sein Körper völlig verformt. So ist es auch mit den Kirchen. Sie haben diesen Anzug der Kultur, der sozialen Werte angezogen und den tragen sie. Das aber hat den Leib Christi deformiert. Schuyler Rhodes ist Pfarrer einer methodistischen Gemeinde am Washington Square in New York. Er und seine Gemeinde passen nicht zum religiösen Mainstream. Politisch steht man links. Christ zu sein bedeutet hier, Widerstand gegen soziale Ungerechtigkeit zu leisten. Ein Grundsatz, der dem Methodismus von Anfang an zu eigen war. Methodisten kämpften gegen die Sklaverei und sind bis heute eine der liberalsten Kirchen in den USA. Aber der religiöse Trend geht in eine andere Richtung. Die traditionellen protestantischen Kirchen verlieren jedes Jahr tausende Mitglieder. Stattdessen wachsen die evangelikal-fundamentalistischen Freikirchen. Sie sind theologisch und politisch extrem konservativ und würden gerne aus Amerika eine christliche Nation machen. Amerikanische Christen müssen sich entscheiden, was es ist, das uns rettet. Ist es unsere Nationalflagge und was immer sie verspricht, oder ist es das Kreuz Jesu Christi? Ich denke, wenn du Christ bist, hast du diese Entscheidung bereits getroffen. Jesus ist unser Retter und nicht Bill Clinton, Ronald Reagan oder George Bush. Und du kannst nicht beides haben. And you can't have it both ways.
Ein amerikanischer Politiker, der sich nicht zu Gott bekennt, hat keine Chance, gewählt zu werden. Erst recht nicht, wenn er Präsident werden möchte. Und im Wahlkampf müssen auch Ehefrauen Farbe bekennen. Hillary Clinton ist zur Generalkonferenz der Methodistenkirche gekommen, um klarzumachen, wo sie steht. And Methodism has been important to me. Solange ich denken kann, war der Methodismus für mich wichtig. Die Kirche war ein kritischer Teil in meiner Erziehung. Es ist mir unmöglich aufzuzählen, in wie vielerlei Hinsicht die Kirche mich beeinflusst und mir geholfen hat, mich als Person zu entwickeln. Und das nicht nur auf meinem persönlichen Glaubensweg, sondern auch in der Verpflichtung anderen Menschen gegenüber. Wie oft habe ich das Lied gesungen, Jesus liebt die Kinder dieser Welt. Rot und gelb und schwarz und weiß, alle sind des Lammes Preis. Diese Worte haben mich mehr beeindruckt und geprägt als so manche Abhandlung über das Verhältnis der Rassen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und bis auf den heutigen Tag fällt es mir schwer zu verstehen, wie jemand, der dieses Lied einmal gesungen hat, gegen irgendeine Gruppe von Menschen Vorurteile haben kann. Der Protestantismus und seine Arbeitsmoral, sein ausgeprägter Individualismus und der Wunsch nach Freiheit haben die USA zu dem gemacht, was sie heute sind. Der religiöse Pluralismus gehört zwar immer noch zu den Grundfesten des amerikanischen Nationalgefühls, aber immer mehr Menschen wenden sich der katholischen Kirche zu, die mit ihrer einheitlichen Lehre ein Garant für Stabilität zu sein scheint. St. Patrick's Cathedral auf der Fifth Avenue ist Sonntag für Sonntag zum Bersten voll.